Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Schön, dass du dabei bist und mir ein bisschen beim Malen zuschaust. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Element, was ich heute verwende, dir vielleicht zur Inspiration für eines deiner Bilder dient. Die letzten Bilder waren recht dunkel von der Hintergrundbemalung her und da wir draußen momentan auch eher graues als freundliches Wetter haben, habe ich mir überlegt, heute mit einem Farbverlauf und 5 Farben zu starten, sodass zunächst einmal etwas Fröhliches und Farbenfrohes entsteht. Ich hatte mir vor einiger Zeit Farben bestellt und auch einen Pinsel, der von der Struktur her ähnlich ist wie der Pinsel, den ich bei meinem letzten Video verwendet habe. Aber ich musste feststellen, dass dieser Pinsel für das Malen von Farbverläufen nicht ganz die richtige Wahl gewesen ist. Aber jetzt habe ich es ausprobiert und weiß es beim nächsten Mal. Die Farbe hatte sich sehr tief in diesen Pinsel gesetzt und auch beim Auswaschen war der Pinsel hinterher sehr, sehr nass, sodass ich für diese Art von Farbtechnik und diesen Pinsel keine Empfehlung geben kann. Danach trockne ich meinen Farbverlauf erstmal mit dem Föhn sorgfältig an, sodass ich dann einfach weiterarbeiten kann. Ich starte dann mit meiner Malerei, diesmal mit den Farben von Golden. Ich hatte diese Farben bei anderen Künstlern gesehen und wollte gerne wissen, ob sich die Farben für das, was ich so mache, eignen werden. Und damit ich mir Farben grundsätzlich anmischen kann, habe ich mir natürlich ein Gelb, ein Rot, ein Blau, ein Weiß und eine Art Schwarz bestellt. Dazu allerdings auch noch ein sehr dunkles Grün und eine irisierende Farbe. Ich habe allerdings die 3 Grundfarben Gelb, Rot und Blau nicht in den Primärfarben Primärgelb, Cyan und Magenta bestellt, weil ich ein paar andere Farbnuancen haben möchte. Man kann das machen, wenn man sich reine Farben anmischen möchte. Aber ich liebe halt ein etwas dunkleres Rot und ich liebe auch ein Blau, was in diese preußisch-blaue Farbgebung geht. Und deshalb habe ich mich etwas abseits von der normalen und reinen Farblehre bei den Farben aufgehalten. Was ihr da seht, ist tatsächlich die Geschwindigkeit, in der ich dann mein Malmesser über die Leinwand geführt habe, denn mir war recht zügig aufgefallen, dass die Farben sehr pastös sind und man kann es hier auch erkennen, wie die Farbe aus der Tube kommt. Und auf einmal fiel so die Hektik und der Stress des Alltages beim Malen ab. Ich konnte richtig eintauchen, weil ich auch unterhalb meines Werkzeugs gefühlt habe, wie sich die Farbe auf die Leinwand auftragen lässt. Und nach waren ja mehr Farben auf der Leinwand. Und ich habe mich da so hineinbegeben in dieses Gefühl, diese Farbe zu verteilen, zu schauen, welche Kombinationen welche Farben hervorbringen. Und deshalb ist dieses Video vielleicht auch ein bisschen anders als die anderen Videos, die ich normalerweise so mache. Es hat sehr viel mit intuitiver Malerei zu tun, es hat sehr viel mit Schauen zu tun und vor allen Dingen auch mit Erleben, wie ich die Farbe auf der Leinwand auftrage, sie sich verhält. Und was das so mit mir macht. Und dieses Bild musste überhaupt nicht sein,
Es war einfach Malen für mich und alles drumherum vergessen. Es war ein sehr schönes Gefühl, ein sehr schönes Erlebnis. Ich musste kein Ziel erreichen. Ich hatte Zeit. Ich hatte mir Zeit für das Malen genommen. Und ich konnte einfach gucken, was passiert. Ich habe mit Absicht sehr viel Weiß verwendet, denn wenn ich nur die normalen Farben Gelb, Blau und Rot verwendet hätte, dann hätten die sich irgendwann zu einem grauen Grün verbunden und eher eine Art Matsch ergeben. Und diesen Farbmatsch wollte ich nicht, deswegen habe ich auch mit sehr viel Weiß gearbeitet. Was jetzt eher ungewöhnlich ist, und das liegt daran, dass die Farben so pastös sind, ist, dass sie sich gar nicht so stark mischen. Je mehr Wasseranteil und dünnflüssiger die Farben sind, desto stärker vermischen sie sich. Und ich hatte es jetzt hier mit wirklich pastösen Farben zu tun, die sich auch für mich völlig ungewohnt verhalten haben, zumindest was das Auftragen mit dem Malmesser angeht. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Inzwischen greife ich zu meiner dritten Farbe, die ich in dem Farbverlauf habe, um ein bisschen dem hohen Weißanteil auf der Leinwand entgegenzuwirken. Und die Farben aus dem Farbverlauf sind von Amsterdam, die im Gegensatz zu diesen Farben von Golden schon etwas flüssiger sind. Deswegen lassen sie sich auch ein bisschen anders auftragen. Das habe ich aber nur gemacht, um andere Farbnuancen mit auf das Bild zu bringen. Denn grundsätzlich hätte ich mit den Farben von Golden weitergearbeitet, aber da habe ich nicht so die große Auswahl, wie ich sie mit meinen normalen Farben habe. Was bei diesem Bild auch sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass ich alles so lassen konnte, wie es im Grunde genommen sein sollte. Es gab vor Weihnachten ja ein Bild, das mit Rot und Gold anfing und grundsätzlich auch diese Farben beibehalten sollte.
Und dieses Bild wollte aber nicht das werden, was ich so im Kopf als Idee hatte. Vielleicht kennt der eine oder andere das Video. Letzten Endes ist daraus ein wunderbares Bild entstanden. Es hatte dann eine sehr klassische Bildaufteilung, 2/3, 1/3 und war im unteren Bereich in einem metallicfarbenen, permanent blau-violett und im oberen Bereich mit einem Perlweißanteil. Ich habe mich letzten Endes sehr über dieses Bild gefreut, auch wenn der Prozess, dorthin zu kommen, unheimlich langwierig war, weil ich einfach eine Idee verfolgen musste. Und bei diesem Bild habe ich mir erlaubt, einfach nur das zu malen, wonach ich gerade gegriffen habe, wonach mir der Sinn stand und vor allen Dingen, ich glaube tatsächlich, die Gedanken der Woche loszuwerden. Und deswegen war das für mich ein recht meditativer Malprozess. Ich bin sehr gespannt, wie das von außen wirkt, weil es euch ja jetzt in einer völlig anderen Situation präsentiert wird, als ich während des Malens drin gesteckt habe. Und vielleicht lässt sich das aber auch übertragen, wenn ihr das nächste Mal ein Bild malt, sich einfach darauf einzulassen und zu gucken, was passiert. Zum Schluss hatte ich so das Gefühl, alles, was ich in der Woche gedacht hatte, ist als Gedanke auf diesem Bild übersetzt in Farbe. Und mir hat es richtig gut getan, hinterher dieses Bild anzunehmen, auch wenn es Farben sind, mit denen ich normalerweise nicht so arbeiten würde. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mich auf diesen Prozess habe einlassen können. Wie ist das denn bei dir, wenn du dir die Zeit nimmst, um zu malen? Weißt du dann grundsätzlich schon, was du malen möchtest oder hast ein Ergebnis vor Augen? Oder ist es vielleicht auch so, dass du dich einfach von den Dingen leiten lässt, die dir dann durch den Kopf gehen, während du malst. Zu dem leuchtenden Orange habe ich dann doch öfter gegriffen, weil ich gemerkt habe, wie diese leuchtende Farbe mich positiv beeinflusst und wie gern ich diese knallige Farbe im Gegensatz zu den etwas gedeckteren Farben auf der Leinwand sehe. Dann bin ich bei diesem Bild natürlich auch in die Detailarbeit hineingekommen und habe ein bisschen den Kopf herausgenommen und geguckt, wo noch Farben fehlen könnten, welche Farben dem Bild grundsätzlich gut tun könnten und habe dann entsprechend nochmal Farbe aufgetragen und mich auch dann von meinen Gefühlen leiten lassen.
Als ich die Farben von Golden bestellt hatte, war mir nicht bewusst, dass ich sie einmal mit einem großen Malmesser auf eine Leinwand auftragen werde, sondern ich hatte sie ursprünglich dazu gekauft, in Lasurtechnik zu arbeiten. Sie haben jetzt einige Wochen schon in meinem Regal gelegen und irgendwie war es aber dann doch so, dass ich mir diese Farben genommen habe, um dieses Bild zu malen. Manchmal gibt es ja ganz einfach einen Impuls und diesem folgt man dann. Und ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, diese Farben in die Hand zu nehmen und das ganz einfach auszuprobieren und einfach zu gucken, was passiert. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Und hier kann man sehen, wie kleinteilig das ganze Bild geworden ist, obwohl es am Anfang danach aussah, als würden sehr viele weiße Flächen auf dem Bild stehen bleiben, ist das so nicht geworden. Und ich finde es auch faszinierend, wie viele Dinge auf diesem Bild zu entdecken sind. Unten sind wir gerade mal an ein paar kleinen Inseln vorbeigekommen, obwohl ich heute gar nicht vorhatte, dieses Bild in der Rakeltechnik zu malen. Wenn wir dann das Bild im getrockneten Zustand angucken, dann fällt vor allen Dingen auf, dass es teilweise so wirkt, als wären die Farben gar nicht getrocknet. Aber das ist der hohe Glanzgrad der Farben von Golden. Ich habe es gar nicht gewagt, dort dieses Bild auch nur anzufassen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ist das jetzt wirklich der Farbglanz, wenn die Farbe aufgetrocknet ist? Oder ist die Farbe vielleicht noch gar nicht durchgetrocknet, weil sie so pastös ist? Das wollte ich aber nicht herausfinden, indem ich dann einfach einen Fingerabdruck von mir auf diesem Bild hinterher haben werde. Dann habe ich euch das Bild natürlich auch nochmal an die Wand gebracht, in einem anderen Licht, sodass ihr einfach mal schauen könnt, wie das Ganze inzwischen aussieht. Und es ist tatsächlich so, die Farben von Golden haben sich nicht grundsätzlich so stark vermischt, wie es dünner flüssige Farben gemacht hätten. Und ich finde es auch sehr schön, dass der Farbton Gelb noch so vorhanden ist, den ich in meinen Bildern hier eher weniger einsetze. Ich bin jedenfalls ganz gespannt, wie eure Reaktion auf dieses Video und vielleicht auch auf dieses Bild ist und würde mich daher sehr über konstruktive Kommentare und ein Like zu diesem Video freuen. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir auch herzlich fürs Zuhören und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Hab noch einen schönen Tag.